Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Song of Nunu, der League of Legends Story. Wir haben ein bisschen was zu tun, ja? Beziehungsweise wir haben Gesellschaft. Hoppala. Jesus Christ. Ja, mach ihn fertig hier, dann können wir uns ein bisschen heilen. Sehr gut. Mach mal die Wölfe weg hier, komm. Jesus. Na los. Oder halt den Krug. Ist auch okay. So, ist brav. Mach ihn weg. Sehr gut. Hey, Krug. Komm her. Nice. Lol, er hat sich selber erledigt. Geil. Oi. Wo ist er hin? Oh nein. Vor lauter Aufregung haben wir ihn nicht gefragt. Wir werden es wohl nie erfahren. Stimmt. Eines der großen Rätsel des Lebens. Aber es war garantiert eine Schaufel. Ich bin da beim Spaten. Warte mal. Kommen wir hier hoch oder? Nee, warte. Entschuldigung, ich muss mich ab und zu muten. Weil ich habe gerade einen Niesanfall. Ich habe immer im schlechtesten Moment die Niesanfälle. So, komm her, Krug. Na los. Na komm. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hoch? So? Ah ja. Nicht mein Trübers kriegt uns. Ja. Na los. Alter, diese Ruckler, ne? Jetzt bin ich wegen diesem scheiß Ruckler runtergefallen. Meine Güte. Geht doch. Willem, fragst du dich manchmal, ob du wirklich der letzte Yeti bist? Ob es andere gibt? Ich weiß, wie du dich fühlst. Das denke ich auch über Mama. Wir sollten die Notai besuchen, wenn wir das Herz der Blauen gefunden haben. Machen wir. Guck mal, Braum ist schon da, hab ihn gesehen. Ja. Das ist schön. Ihr habt einen großen Schatz gefunden. Ja, wie er sagt. Alter, ich hab grad so den Niesanfall. Ab und zu habe ich die einfach. Verrücktes hat Braum noch nie gehört. Das wäre ein tolles Lied. Danke. Oh, wo wir bei den Liedern sind. Großer, ich habe unser Lied verbessert. Soll ich es spielen? Svelsongur, lass mich nicht im Stich. Okay. Easy.
Dank an den Koch. Nicht zu danken, meine Freunde. Hat Braun gern gemacht. Was passiert jetzt? Gehen wir durch den Schneesturm? Nein, jetzt schlafen wir. Dem Schneesturm stellen wir uns dann morgen früh. Willem erzählt mir sonst immer eine gute Nachtgeschichte. Sei doch nicht so. Du weißt, dass die Leere echt unheimlich ist. Die Leere? Moment, mein kleiner Freund. Sag mir genau, was du gesehen hast. Da war eine Abbildung von einem dieser großen Tentakelmonster und Statuen der drei Schwestern. Serilda, Avarosa und Lissandra. Aber Willem will nicht darüber sprechen. Wir wissen es nicht. Natürlich habe ich von dem Krieg der drei Schwestern vor tausenden Jahren gehört. Die Yeti kämpften mit den drei Schwestern gegen die Leere. Und sie haben gewonnen, dank Lissandra und einer Geheimwaffe, glaube ich. Aber die Yeti mussten dafür bezahlen. Und wie? Die Legende sagt nichts dazu. Aber vielleicht weiß unser blauer Freund mehr. Erzähl. Riesenporo hat recht. Zeit zum Schlafen, kleiner Held. Legenden müssen ausgeruht sein. Meinst du? Morgen werden wir zu Legenden, Nunu. Gemeinsam. Gute Nacht. Kommen wir schon näher, Mama? Sind wir auf dem richtigen Weg? Ich würde es dir sagen, wenn du auf dem falschen Weg wärst, Nunu. Aber sind wir nah dran? Wann sind wir da? Was muss ich noch wissen? Du musst Geduld haben, Nunu. Du wirst im Herzen der Blauen alles finden. Hab Vertrauen, Nunu. Glaube. Ich werde bestimmt niemals mehr wissen als du. Was ist das Herz der Blauen, mein Kind? Es ist eine Kerze, oder, Mama? Eine Kerze? Was denn für eine Kerze? Eine Kerze in der Nacht. Das hast du doch gesagt. Hab ich das falsch verstanden? Nein, du hast es schon verstanden. Ich habe dich nur getestet. Was weißt du noch darüber? Eine Flamme im Dunkeln, meintest du. Und eine Waffe? Was für eine Waffe? Wer trägt sie? Alles okay, Mama? Mir geht's gut, Nunu. Warum? Stimmt etwas nicht? Nein, alles gut, glaube ich. Was soll ich jetzt tun? Mach weiter, mein Sohn. Halte durch. Das war's? Ja. Vertrau auf Willem. Vertraue dir selbst. Du schaffst das, Nunu. Versprochen. Was ist jetzt los? Mein Wagen. Wo sind denn alle? Ja, weg. Mama? Mama, bist du hier? Mama, ist das die Nacht, ich hatte dich, in der die Yokai gestorben sind? Kann natürlich sein. Trägst eine große Bürde, mein kleiner Freund. Eine sehr große Bürde trägst du. Fast schon eine zu große. Ich bin hier, Nunu. Hier. Ich muss zu ihr. Nur ein wenig schneller. Ja, wenn du sprinten würdest, wärst du schneller. Aber das kannst du ja nicht. Schnell, Nunu. Ja, ich bin doch da. Mein dunkelster Tag. Der Yeti und sein Junge sind so nah. An Freljords dunkelstem Geheimnis.
Weiß der Yeti wirklich, wohin er geht? Und was will er dort? Die Kreatur wird nur Schmerz finden. Ich kenne diesen Schmerz gut. Der Verlust seiner engsten Familie. Oder ist das etwas anderes? Hat der Yeti dort etwas versteckt? Etwas, das ich auch in den Träumen des Jungen nicht sehen kann? Eine ultimative Waffe namens Herz der Blauen. Dieser einfältige Held, das Herz Freljords, ist bei ihnen. Ich kümmere mich um ihn. Dann bringt mir der Yeti seine Geheimnisse. Tut er das? I don't think so, meine Liebe. I don't think so. Was ist passiert? Wo bin ich? Du bist da, wo der Schneesturm früher war, Kleiner. Es hat funktioniert? Juhu! Seht ihr das? Der Flügelberg. Es ist geschafft. Braum! Dein Heldeneintopf hat funktioniert. Der Beschützer von Freljord hat's wieder geschafft. Danke, Braum. Los, Leute! Seine Augen. Der Junge ist seltsam. Herr Willump stimmt zu. Sehr gut. Braum denkt, es ist Zeit für erste Heldenlektion. Jetzt? Ja, jetzt. Braum wird euch besten Heldenratschlag aller Zeiten geben. Dann sag schon! Lauft! Laufen? Los! Gut, das sind einige, hä? Sandra. Freljords größter Held ist gefallen. Jetzt, Yeti, bist du dran. Du wirst dieses Herz der Blauen für mich einsetzen. Egal wie. Okay. Wenn ich das nicht will. Braum kommt heil zurück. Oder, Willem? Oder? Aber der Fall, der war so tief. Und da waren so viele Wölfe. Ja, wir müssen uns überraschen lassen. Im nächsten Part, denn für heute ist Schluss. Ich sage danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.